Was zieht jedes Jahr Millionen Pilger nach Lourdes? Trotz moderner Verkehrsmittel ist es immer noch ein Abenteuer, sich auf den Weg zu machen in den äußersten Südwesten Frankreichs, an den Fuß der Pyrenäen. Was versetzt gerade Lourdes in die Lage, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzunehmen? Ein Erfolg war und ist nicht vorprogrammiert. Lourdes will den Bedürfnissen der Menschen von heute gerecht werden, indem es sich den Herausforderungen des Evangeliums stellt und sie der Zeit entsprechend umsetzt. Die 18 Erscheinungen des Jahres 1858 offenbaren nichts Neues. Sie enthielten keine besonderen Prophezeiungen über die Zukunft der Welt. Die Botschaft von Lourdes ist die Botschaft des Evangeliums, mit Betonung der Option Jesu für die Armen und die Aufforderung, das Evangelium ernst zu nehmen. Das Evangelium in seiner überraschenden Aktualität, mit der es das Alltägliche unseres Lebens in ein neues Licht drückt, ohne politische und nationale Abgrenzungen, ohne Drohung und besondere Geheimnisse oder endzeitliche Ankündigungen. Lourdes hat sich 12 Missionen, Sendungsaufträge oder besser noch Handlungsvorschläge gestellt, die beispielhaft für die Aufgaben der Kirche von heute sind und Impulse geben, eine christliche Lebensweise zu verwirklichen, auch nach der Pilgerfahrt im Alltag. Denn Lourdes ist keine kirchliche Sonderwelt, sondern Kirche in ihren Grundfunktionen. Im Glaubenszeugnis, in der Feier des Glaubens und im diakonischen Dienst einer offenen Gemeinschaft. Nicht als Institution und Hierarchie mit klar definierten Abgrenzungen, sondern als lebendigen Organismus, wo miteinander gelebt und gefeiert wird. Lourdes ist geprägt durch das Leben der Pilger. Hier zeigt sich, dass Wallfahrt nicht nur für besonders fromme oder etwas altmodische Christen gedacht ist, sondern als eine Zeit der Begegnung, der Wiederentdeckung von Glauben, von Kirche und von Gemeinschaft. Die Attraktivität liegt darin, dass in Lourdes das Evangelium als frohe Botschaft verkündet und gelebt wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Lourdes das zu erfahren. Über die Orte im Heiligen Bezirk, auf den Spuren Bernadettes, bei den liturgischen Feiern, durch das eigentliche Wunder von Lourdes, die Begegnungen, durch die Gesten und Zeichen. Der Heilige Bezirk wird wegen seiner zahlreichen Kirchen, Kapellen und Andachtsräumen und wegen der liturgischen Feiern, persönlichen Gebete und Andachten, die dort gefeiert werden, so genannt. Während der Wallfahrtssaison werden täglich an die 50 Gottesdienste gefeiert, dazu die großen Prozessionen gemäß der Bitte Marias. In Prozessionen zu kommen und eine Kapelle zu bauen, der Wunsch hat sich in Lourdes mehr als erfüllt. Lourdes ist zunächst die Grotte. Die Grotte ist das Herz von Lourdes, sagt Johannes Paul II. Bei seinem letzten Besuch im August 2004. Jeder Pilger sucht die Grotte auf und für viele ist es einer der bewegendsten Momente. Massapiel, der alte Felsen, einstmals ein Ort, der immer im Schatten lag, im Norden, wohin nie ein Sonnenstrahl dringt.
zur Zeit Bernadettes ein verrufener Ort, den man eigentlich lieber mied. So kann sich ein Ort verändern, wenn Gott wahrgenommen und zugelassen wird. Durch das Tor Saint-Michel betritt der Pilger den heiligen Bezirk, dort, wo das bretonische Kreuz die Pilger begrüßt. Sie gehen dann weiter auf die sogenannte Esplanade, die sie zu den Basiliken bringt. Es ist wie ein Bild für unser Leben. Es hat ein Ziel. Mitten auf dem Platz steht die Statue der gekrönten Madonna, ein häufiger Treffpunkt der Pilger. Jeden Tag wird sie von den Pilgern neu mit Blumen geschmückt. Die Blumen des Vortages werden nicht weggeworfen, sondern sie werden als Schmuck der Kirchen weiterverwendet. Übrigens, die Statue der Madonna von Lourdes, so wie sie Bernadette beschrieben hat, wurde zum weitverbreitetsten Marienbild überhaupt. Die wundertätige Medaille ausgenommen. In neuem Gewand zeigt sich die Rosenkranz-Basilika. An der Fassade erinnern seit dem Jubiläumsjahr 2008 die Mosaike des lichtreichen Rosenkranzes an das Wirken von Papst Johannes Paul II., dem ersten Papst, der nach Lourdes kam. Ins Auge fällt dann das Relief des heiligen Dominikus, dem Maria mit dem Jesuskind den Rosenkranz übergibt, über dem Eingang der Rosenkranz-Basilika. Bernadette hatte mit Maria bei jeder Erscheinung den Rosenkranz gebetet. Täglich übernehmen die Pilger dieses kontemplative Gebet, das sie in die wichtigsten Stationen des Evangeliums und die Bestimmung des Menschen einführt. Das fortwährende Wiederholen der Geheimnisse schafft gegen Schnelllebigkeit und Oberflächlichkeit die Ruhe, um zu sich zu kommen und sich auf Gott auszurichten. Die ganze Heilsgeschichte spiegelt sich in diesem Gebet. All die Erfahrungen, die in Lourdes so dicht sind, tauchen darin auf. Durch Maria zu Jesus, auf dem großen Apsis-Mosaik mit der Schutzmantel-Madonna. Dorthin wird der Blick beim Betreten der Rosenkranz-Basilika gelenkt. Die anderen Mosaike der 15 Kapellen im Querschiff und Chorraum laden zur Meditation und Betrachtung des Lebens Jesu und seiner Mutter anhand der Rosenkranzgeheimnisse ein. Die beiden Rampen, die zur oberen Basilika und zur Krypta führen, ähneln den Kolonnaden des Petersplatzes von Rom. Es hat immer eine enge Verbindung zwischen Rom und Lourdes gegeben. Johannes Paul II. Mehrmals und Papst Benedikt besuchten Lourdes. Und wie in Rom umgeben die Rampen den Rosenkranzplatz, wie zwei schützende Arme die Pilger, geöffnet, um sie aufzunehmen. Krypta und obere Basilika wurden direkt über der Grotte gebaut. Die Fenster erzählen die Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis und die Geschichte der Erscheinung bis hin zur Krönung der Marienstatue auf dem Rosenkranzplatz. In allen drei Kirchen bezeugen Marmortafeln den Dank der Pilger aus aller Welt, die hier Trost und Hilfe gefunden haben. Um den Charakter des heiligen Bezirks nicht gravierend zu verändern, aber dennoch den ständig wachsenden Pilgerströmen gerecht zu werden, wurde anlässlich des 100-jährigen Jubiläums 1958 mit dem Bau der unterirdischen Basilika begonnen. Sie wurde Papst Pius X. Gewidmet, der zeitlebens Lourdes eng verbunden war. Angelo Roncalli, der später zu Papst Johannes dem 23. gewählt wurde, weihte die Kirche ein. Schon beim Betreten der Basilika fällt die Weite des Baus auf. Es ist eine der größten Kirchen der Christenheit.
Die Ellipsenform des Baus verweist auf Christus als Weltenherrscher. Andere sehen in der Form der Kirche ein Schiff, das Schiff Christi oder das Symbol des Fisches, Erkennungszeichen der ersten Christen. Wieder andere sehen die Form des Weizenkorns mit dem steinernen Altar in der Mitte, wo Christus im Brot des Lebens gegenwärtig ist. Seit dem großen Jubiläum des Jahres 2000 schmücken die Basilika wechselnde Darstellungen von Seligen und Heiligen, die in besonderer Beziehung zu Lourdes und seiner Botschaft stehen. Sie schmücken nicht nur die Basilika, sondern weisen auf die Gemeinschaft von himmlischer und irdischer Kirche hin und auch darauf, dass jeder Getaufte zur Heiligkeit berufen ist. Jeden Mittwoch und Sonntag während der Wallfahrtszeit finden hier die internationalen Messen statt, zu der sich mehr als 20.000 Pilger versammeln. In der Basilika endet auch täglich die eucharistische Prozession mit der eucharistischen Anbetung und der Segnung der Kranken. Da wird besonders deutlich, dass die Kirche kein Gebäude aus Steinen, sondern etwas Lebendiges ist. Am Gav entstand die Kirche der heiligen Bernadette in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, fast genau an dem Ort, wo Bernadette bei der letzten Erscheinung betete. 5000 Pilger finden dort Platz und dazu 300 Kranke mit ihren Rollstühlen. In den Sommermonaten feiern dort Jugendliche ihre internationale Messe. Auf der rechten Seite der Bernadette-Kirche liegt der Hemicycle, in dem jeden Herbst die französische Bischofskonferenz tagt. Anlässlich einer solchen Konferenz sagte der Erzbischof von Rouen: Lourdes ist weder der Mittelpunkt noch die Hauptstadt Frankreichs. Aber dort schöpft die Kirche Frankreichs neue Kraft und gibt ihre Richtlinien heraus. Und die Mutter Jesu war dort. Der große Kreuzweg mit 114 überlebensgroßen Figuren führt hinauf zum höchsten Punkt der Kreuzigung. Dann steil hinab zum tiefsten Punkt der Grabeshöhle. Von dort führt er weiter zur 15. Station der Auferstehung. Wie in Jerusalem ist der Ort des Todes zugleich Ort der Auferstehung. Der Mühlstein, der das Grab verschließt, ist zur Seite gerollt und trägt die Strahlen der Ostersonne. Die Pilger gehen den Kreuzweg in Solidarität mit dem leidenden Jesus, auch stellvertretend für alle Menschen, die ihren Lebensweg und Leidensweg gehen. Zum 150-jährigen Jubiläum wurde ein neuer behindertengerechter Kreuzweg am Ufer des Gav geschaffen. Ein monumentales Werk von Maria de Foucault, symbolträchtig und kontemplativ. Der Kreuzweg hat 17 Stationen und führt über die Grablegung zur Auferstehung und Himmelfahrt. Eine der Möglichkeiten, Lourdes und seine aktuelle Botschaft im Kern kennenzulernen, ist, sich auf die Spuren Bernadettes zu begeben. Im Vorfeld haben viele Pilger durch den Film oder Roman Das Lied der Bernadette schon erste Eindrücke bekommen. Der jüdische Schriftsteller Franz Werfel war vor den Nachstellungen der Nationalsozialisten geflohen und ist Ende 1940 nach Lourdes gekommen. Und er war von Bernadettes Schicksal so in den Bann gezogen, dass er das Gelübde ablegte, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben, wenn er gerettet würde. Der Weg beginnt in der Pfarrkirche und führt über das Cachot zum alten Hospiz des Krankenhauses und wieder zurück zur Grotte.
Ein Weg nicht nur in biografischer Erinnerung an Bernadette, sondern auch zum Nachdenken über die Bedeutung von Taufe, Eucharistie und christlicher Lebensführung. Die Pfarrkirche. Der Ort, an dem sich die Gemeinde versammelt, mit dem Taufstein, an dem Bernadette am 2. Januar 1844 die Taufe empfing und in die christliche Gemeinschaft aufgenommen wurde. Das Cachot, Wohnort der Familie, der einerseits die tiefe Armut der Familie zeigt, andererseits hinweist auf Gottes Option für die Armen. Bernadette hatte dort Hunger, Krankheit, Kälte und den sozialen Abstieg einer ruinierten Familie kennengelernt. Während sie hier im Elend war, erlebte Bernadette die Erscheinungen, die andere Welt, die Welt Gottes. Im Verhältnis zu den anderen Gedenkstätten kommen nur wenige Pilger in die Kapelle des ehemaligen Hospizes auf dem Gelände des heutigen städtischen Krankenhauses. Dort ging am 3. Juni 1858 Bernadette zur ersten heiligen Kommunion. Der Weg führt zur Mühle Beaulieu, der Mühle des Glücks, Bernadettes Geburtshaus, wo Bernadette 10 Jahre lang eine glückliche Kindheit verbrachte. Dann ist es nicht mehr weit zum Tor Saint-Michel und zur Grotte. Es lohnt sich auch ein Abstecher nach Bad Reuss, wo die Zeit still zu stehen scheint. Wichtige Stationen in der Kindheit Bernadettes abseits der Menschenmassen, mit der Kirche Johannes des Täufers und dem Schafstall. Lourdes ist ein katholischer Wallfahrtsort. Doch zunehmend kommen Pilger anderer Konfessionen und sogar Religionen. Und sie kommen aus der ganzen Welt. Globalisierung gilt vielen heute eher als Schreckgespenst. Für Lourdes ist es eine Chance. Hier ist jeden Tag Pfingsten, wenn in den vielen Sprachen der Pilger gebetet, gesungen und Gottesdienst gefeiert wird. Pilger aus der ganzen Welt. Eine nicht zu unterschätzende Möglichkeit, Vorurteile abzubauen. Nicht übereinander zu reden, sondern miteinander. Sich kennenlernen, zuhören, beten und feiern lassen. Und sich ansprechen lassen von den neuen Eindrücken. Das ist katholisch im ursprünglichen Sinn seiner Bedeutung. Allen Menschen offenstehend. Christen aller Konfessionen, religionsübergreifend allen Menschen guten Willens. Auch Muslime und Hindu verehren Maria als besondere Frau und Mutter Jesu und bezeugen ihr bei den Besuchen an der Grotte Respekt. 3 der kirchlichen Sakramente sind Sakramente der Heilung und Stärkung. Und es ist kein Zufall, dass gerade sie es sind, die die Wallfahrer von Lourdes prägen. Die Krankensalbung, das Bußsakrament und die Eucharistie. Nicht wenige seelische Heilungen erfolgen bei den Beichtgesprächen, wenn es gelingt, den Zuspruch der Vergebung anzunehmen und auch sich selbst zu vergeben. Aus der ganzen Welt kommen Priester, um das Sakrament in den verschiedenen Sprachen zu spenden. In Lourdes wird vom Sakrament der Versöhnung gesprochen und vor allem, es wird gefeiert. Die Gottesdienste und liturgischen Angebote werden nicht für, sondern mit den Pilgern vorbereitet, gestaltet und gefeiert, zum Beispiel durch den Pilgerchor. Lourdes ruft auf zu einer Kirche für alle und in Verantwortung aller, nicht nur als Aufgabe der Priester und Amtsträger, sondern gerade der Laien, Männer und Frauen. Maria hat es sich bei den Erscheinungen nicht an die Priester, sondern an das einfache Mädchen Bernadette gewandt, um ihren Wunsch zu übermitteln, nach einer Kapelle und nach Prozessionen. Als Marienwallfahrtsort ist Lourdes ein eucharistischer Ort und die Feier der Eucharistie, ob in der kleinen Gruppe oder in der großen Gemeinschaft, ist der Höhepunkt eines jeden Pilgertages.
Christus ist gegenwärtig in seinem Wort und in dem unscheinbaren Stück Brot, das von der grenzenlosen Liebe Gottes zu den Menschen erzählt. Die Verehrung der Eucharistie findet ihren Ort in der Stille der eucharistischen Anbetung. Zeichen des Glaubens an die reale Gegenwart Christi. Die Zeltform der Anbetungskapelle erinnert an den Zug des Volkes Israels durch die Wüste unter dem Schutz und in Gegenwart Gottes. So ist Christus heute in Gestalt der Eucharistie mit seinem Volk unterwegs. Mit der Sakramentsprozession feiert Lourdes täglich Fronleichnam. Wir sind mit Christus in unserer Mitte unterwegs. Hier ist es das Normale, täglich die Messe zu besuchen und jene beiden Wirklichkeiten zusammenzubringen, die manchmal so weit auseinander zu liegen scheinen. Jung zu sein und gleichzeitig katholisch. Jede Generation versucht in Lourdes ihren Platz zu finden und ihren Beitrag zu leisten. So auch die mehr als 500.000 Jugendlicher, die jedes Jahr kommt. Leider hat sich das bei uns erst wenig herumgesprochen. Aber wie in Tessé, bei Kirchen- oder Weltjugendtagen, können in Lourdes junge Menschen einander über Länder- und Sprachgrenzen hinweg begegnen und miteinander ihren Glauben leben und nach Gott suchen. Seit der ersten Heilung am 1. März 1858 gilt Lourdes als Stadt der Wunder, eine medienwirksame Bezeichnung. Über 7000 körperliche Heilungen wurden dem medizinischen Büro von Lourdes gemeldet. 2500 hat es in den letzten 140 Jahren seiner Existenz als außergewöhnlich bestätigt. 70 davon hat die Kirche anerkannt. 70 bei Millionen von Pilgern. Es ist eine unzulässige Verkürzung, das Wunder von Lourdes auf 70 anerkannte Wunder einzugrenzen. Sie sind auch für Lourdes etwas Besonderes, die aber auf den Alltag verweisen. Das eigentlich Wunderbare ist fast nie spektakulär. Es ist überall dort, wo der Besucher etwas von der Größe, Tiefe und Schönheit, aber auch von der Freiheit und Hoffnung des Glaubens erahnen und als Realität erleben kann. Es zählt nicht, wer oder was einer ist, sondern es ist gut, dass er da ist. Im Miteinander von Gesunden und Kranken, viele sind krank, ohne dass es äußerlich sichtbar ist, ohne soziale und gesellschaftliche Schranken. Eines der vielleicht gar nicht so kleinen Wunder, dass so viele Menschen zusammenkommen ohne Ärger, ohne Streit und ohne böse Worte. Unterschiedliche Kulturen, alle Generationen, Kinder, Jugendliche, Familien, Behinderte, alte und kranke Menschen, im Miteinander und unbefangenen Umgang, vor allem im Austausch der Generationen. In Lourdes wird zum Beispiel aufgeräumt mit dem Vorurteil, Jugendliche seien egoistisch und nicht hilfsbereit. Kaum irgendwo sonst wird gezeigt, wie wertvoll auch gebrechliches Leben ist. Man kann den Eindruck bekommen, dass alles Leid der Welt hier versammelt ist. Dennoch ist eines der auffälligsten Merkmale von Lourdes die Freude und die Hoffnung und die positive Grundstimmung, die sehr oft von den Kranken und Behinderten ausgeht. Nahe dem Heiligen Bezirk sind die Pavillons, Orte der Begegnung und des Austauschs. Einer davon ist für die Begegnung Behinderter und ihrer Familien. Dort hängt das Bild eines behinderten Mädchens und darunter steht: Man nennt mich Mongoloid. Die Ärzte sprechen vom Down-Syndrom. Meine Freunde nennen mich Caroline. Der Glaube nimmt nicht den Schmerz und auch nicht die Behinderung. Die Schwierigkeit des Lebens bleibt auch während der Pilgerreise und auch nach der Pilgerreise. Doch im Einklang mit Gott und sich selbst
bekommen diese Schwierigkeiten ein anderes Gewicht. Es ist nicht unbedingt ein Wunder, aber ein besonderes Ereignis, wenn so viele in Lourdes auf irgendeine Weise Linderung verspüren. Gemeinsam zu weinen ist besser als zu Hause allein die Wand anzuschluchzen, so oder so ähnlich, und vor allem häufig ist es von den Kranken zu hören. Der Alltag von Lourdes bestätigt, dass in den vielen kleinen Gesten, im Schieben eines Rollstuhls, im Reichen einer Wasserflasche, in der zufälligen Begegnung, die zum Gespräch wird, im langsamen Vertrautwerden, im Lächeln. Die Pilger verstehen nicht unbedingt die Sprache des anderen, oft genügt ein Blick, ein Lächeln, ein Zugreifen, um sich nahe zu sein und sich zu verstehen. Wunder, die völlig unbemerkt von den Medien täglich in Lourdes geschehen. Der Dienst an den Kranken gehört zu den Grundaufgaben von Kirche und ist eine Form des Gottesdienstes. Während der Wallfahrtssaison kommen in normalen Zeiten wöchentlich bis zu 3000 ehrenamtliche Helfer, Hospitalier genannt. Der Name Hospiz beinhaltet ja in seiner ursprünglichen Bedeutung das griechische Wort für Gast bzw. Gastfreundschaft, welche in Lourdes besonders gepflegt wird. Mit dem Bau der neuen Krankenherberge und der Renovierung des Accueil Marie Saint-Frey Ende der 90er Jahre hat sich Lourdes den Herausforderungen moderner Krankenfürsorge gestellt. Es sind nicht in erster Linie Kranken, sondern Gästehäuser, wo 900 bzw. 700 Kranke aufgenommen werden können, in geräumigen Zimmern, in Speisesälen und Begegnungsräumen und mit einer Terrasse mit Blick auf die Grotte. In Lourdes stellte sich Maria vor als unbefleckte Empfängnis. Höhepunkt der Botschaft von Lourdes, Kern des Evangeliums der Liebe Gottes zu den Menschen und seiner Gegenwart in der Welt. Bernadette, wiewohl auch viele Pilger, kannten zwar den theologischen Begriff nicht, er musste ihr erst erklärt werden, aber sie hatte intuitiv gespürt, dass die Begegnung in der Grotte ihrem Leben einen Sinn und eine Richtung gaben. Wenn sich Maria den Menschen als unbefleckte Empfängnis vorstellt, zeigt sie, dass sie ganz auf der Seite der Menschen steht, als Mensch, den Gott zur Vollendung führen konnte, weil sie ihm vertraute und sich seiner Liebe öffnete. Bernadette spürte in sich das tiefe Verlangen nach Gott. Sie nahm alles in sich auf. Sie hatte keine theologische Ausbildung und konnte die Bibel nicht lesen, doch sie machte die darin niedergeschriebenen Erfahrungen. In der Einfachheit und Tiefe ihrer Frömmigkeit zeigt sich ein Stück Evangelium. Es sind Gesten des alltäglichen Lebens, die den Glauben in einer Art Anschauungsunterricht verdeutlichen. Gott ist wie wegweisendes Licht. Gott ist wie lebensspendendes Wasser. Gott ist wie ein tragfähiger Fels. Gott ist wie ein Ort, wo die Kleinen und Kranken sich angenommen wissen und wo die Menge der Menschen aus vielen Nationen zum Volke Gottes, zur Kirche wird. Das sind die Zeichen von Lourdes, die mit den Erscheinungen verbunden sind. Anschaulicher, begreifbarer Glaube. Viele Pilger legen die Hand auf den Felsen, lehnen sich daran wie an die Schulter von jemandem, zu dem man Vertrauen hat. Durch die zahllosen Hände der Pilger ist der Fels glatt geschliffen. Er hat seine Schroffheit verloren. Gott ist unsichtbar, unbegreiflich. Die Grotte und der Fels sind sichtbar, begreifbar. Die Berührung des Felsens symbolisiert die verlässliche und beruhigende Gegenwart Gottes. Die Grotte ist so ein schützender Ort, eine Einladung zum Vertrauen. Der Steinblock für den Altar im Zentrum der Grotte stammt aus der Gegend.
Einer der fünf Vorgängeraltäre ist heute im Vatikan und der dortigen Nachbildung der Lourdes-Grotte. Der große Kerzenbaum vor der Grotte, er symbolisiert den Dornbusch in der Wüste, den Ort, an dem sich Gott dem Mose offenbarte als der, der immer bei ihm sein wird. Viele waschen sich gemäß der Aufforderung Marias ihr Gesicht oder trinken vom Wasser der Quelle. Ganz gewöhnliches Trinkwasser und doch für die Pilger etwas Besonderes. In großen und kleinen Kanistern nehmen sie das Wasser mit nach Hause, damit auch die Daheimgebliebenen an den Erfahrungen von Lourdes teilnehmen können. Das ist auch der Sinn von Devotionalien und Andachtsgegenstände, die am Ende einer Pilgerfahrt gesegnet werden. Sie sind unsere Antwort auf das Ja Gottes nach dem Vorbild der Gottesmutter über die Zeit der Wallfahrt in ihrem Alltag und unsere Umgebung hinein. Wallfahrtsorte wie Lourdes helfen bei der Erinnerung, was Gott für sein Volk getan hat und wie er den Menschen zu allen Zeiten und in allen Generationen Beistand geleistet hat. Tag und Nacht brennen unzählige Kerzen an der Grotte und sie sorgen dafür, dass es dort nie mehr dunkel wird. Hinter jeder Kerze stehen Menschen, die sie im Vertrauen angezündet haben. Stehen ihre Hoffnungen, ihre Ängste, ihre Sorgen, aber ebenso ihr Dank und ihre Freude. Die Kerze ersetzt nicht das Gebet. Das wäre ein magisches Missverständnis. Die Kerzen sind, wie an den Ständern zu lesen ist, Zeichen des Gebets. Sie erinnern an das Licht der Osterkerze, Symbol für den auferstandenen Christus, und an das Licht der Taufkerze. Jeder ist hineingenommen in das Licht Christi. Die tägliche Lichterprozession ist eine der ältesten Traditionen des Heiligen Bezirks. Die Prozession wird von Maria angeführt. In den Dunkelheiten ist sie mit den Menschen unterwegs. Es ist kein zielloser Weg, sondern ein Weg mit klarer Orientierung. Maria führt die Menschen zum Kreuz, das zur Lebenswende werden kann. Sinnenfällig bei der Lichterprozession, die von der Grotte zum Petronischen Kreuz führt. Dort ist der Wendepunkt, von dem es aus dann wieder zurück und zum Abschluss der Prozession vor die Rosenkranzbasilika geht. Die anwesenden Priester und Bischöfe segnen die Pilger. Eine Pilgerfahrt nach Lourdes zeigt, dass Glaube nie fertig ist. Er wird in jeder Lebensphase immer wieder neu Wirklichkeit, nicht zuletzt durch Erfahrung und Begegnung mit anderen Christen. Viele sind vor uns nach Lourdes gekommen an diesem Ort, der gleichsam die Gebete aufgesogen hat, und jeder Pilger reiht sich in diese mehr als 160-jährige Tradition ein. So wird die Geschichte von Lourdes täglich fortgeschrieben. Lourdes ist im Glaubenszeugnis der Pilger ein Ort der Menschwerdung. Sie bezeugen die Menschwerdung Gottes durch Maria und erleben ihre persönliche Menschwerdung.